hallo und herzlich willkommen zur Delikates.ch Kochshow. Ja, ihr Lieben, heute gibt es ein absolutes Quickie. Und zwar machen wir heute mein Lieblingsgetränk. Ich habe per E-Mail Zuschriften gekriegt, ob ich nicht ein geiles Sommergetränk habe, was mir am besten schmeckt. Und zwar machen wir das heute mit Holunderblütensirup. Da gibt es schon ein Video auf dem Blog und auch auf dem Videokanal. Mit wilden Hibiskusblüten und natürlich Champagner. Und ich kann euch versprechen, das ist mal was ganz Spezielles. Wir nehmen jetzt eine Hibiskusblüte daraus und die sehen dann so aus. Ich sehe mal sie. So. So, die mache ich jetzt hier ins Glas. So. Dann etwas von dem Sirup. Ich mache da mal einen Esslöffel. Dann Holunderblütensirup. Ungefähr auch einen Esslöffel. Und natürlich Champagner. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel einen Würfel Korn nehmen, Champagner. Ich persönlich finde den sehr, sehr gut. Und ihr seht, das hatte Druck. Oder ihr nehmt ein Charlet Aligot. Der macht sich natürlich auch ganz gut und ist geschmacklich sehr harmonisch mit dem, was wir heute machen. So, und das gießen wir jetzt da rein. So. Und das ist mein Lieblingsgetränk für den Sommer, was herrlich spritziges und ihr könnt mir glauben, Holunderblüte und Hibiskus schmeckt hervorragend mit Champagner und ich bin natürlich jemand, ich liebe Champagner oder Prosecco im Guten und in Kombination mit Holunderblütensirup oder nur Hibiskusblüte, egal, schmeckt alles, beides sehr gut und in diesem Sinne, das war's schon. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, Prost, euer Marcel Brenz.